Ja, Freunde, was ihr jetzt hier gerade seht, das ist die Art und Weise, wie ich Steak brate. Wir haben das, das ist jetzt Hüftsteak. Das habe ich aus dem Super Sales oder haben wir aus dem Super Sales gekauft. Die schneiden das alles viel zu dünn. Das ist halt so. Also ein gutes Steak, egal welch, also ich rede jetzt vom Rind. Da müsst ihr gucken, wie ihr vernünftig die Kerntemperatur hinkriegt. Und was ihr machen müsst, ist, je länger ihr bei einer gewissen Temperatur, Kertemperatur, das Fleisch gart, desto besser entwickelt sich die Eiweißstruktur des Fleisches. Also, was ich jetzt gemacht habe, war heute, ich habe, so wie ich das immer auch in Deutschland gemacht habe, ich habe das Fleisch vorgegart. Das ist ein Hüftsteak. Das ist kein extrem hochwertiges Fleisch, aber es ist sehr mager. Mageres Fleisch heißt, mageres Fleisch wird schnell trocken. Dies hier, never. Nie, nimmer nicht. Ich habe die entsprechende Kerntemperatur gemacht. Ich habe das dann unsere Grillplatte auf sicherlich 300, 350 Grad hochgekriegt. In Deutschland habe ich das unterm 800 Grad Grill gemacht, um das noch besser hinzukriegen, aber ihr seht das ja. Und ich habe das dicker gemacht. Ich habe das einmal gefaltet. Die kriegen das einfach, also die machen, aus meiner Sicht machen sie es kulinarisch falsch. Ja, so sieht der Teller aus, den ich jetzt schnabulieren werde. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Schönen Abend? Bei euch ist es wahrscheinlich schon morgen, ne? Sabine, wie spät haben wir es jetzt? Oh, Sabine isst gerade. Okay. Alles klar, ihr Lieben. Tschüss.